Hi, servus Leute und willkommen zu einer weiteren Folge Night of the Dead. Wir laden jetzt gerade frisch rein, mal schauen, ob die alle noch da sind, die Zombies. Ich hab da ja das letzte Mal dort aufhören müssen an der Stelle. Alle noch vorhanden, haben mich auch gleich im Blick, zumindest ein paar davon. Ich könnte ja eigentlich jetzt hier mal versuchen, ein bisschen herzubekommen. Alle. Und vielleicht mal, ja, eine Molly nach unten werfen, statt Spucke nach oben. Kommst du auch mit dazu? Alle versammeln einmal bitte. 3, 4, da kommt Nummer 5, da waren noch mehr. Klebt ihr auf der Seite? Einer. Und du? Komm mal mit dazu. Da treffe ich ihn nicht mit Molly. Naja, jetzt wechseln sie natürlich alle rüber. Aber hier kann ich sie auch gut treffen, oder? Aber wie kommst du denn wieder mitten rein? Hallo? Wo sind denn die jetzt alle? Die leben jetzt hier fest. Ich kann ja mit Molly nicht so einfach hier unten nach unten schießen. Im Endeffekt treffe ich mich selber. Probier's es einfach mal. Geklappt. Hätte ich nicht gedacht. Gut, fangen wir doch mal an, wegzumachen. Der hat nicht gebrannt. Der ist jetzt ein bisschen wütend. Da wollte auch ein bisschen Flamme. Und eben noch. Okay, die kann man ja zuerst so wegmachen. Ja, easy. Finden, ja, okay, da finden wir das erstmal, bevor ich hinten die Pfeile rausziehen kann aus der Ecke. Da gab es nichts zu finden und hier auch nicht. So, jetzt Pfeile, meins. So, das Grundstück scheint relativ lahm zu sein, also, war da nicht dabei? Ist da wieder zurückgelaufen oder wie? Yes, einfach weggemacht. Ah, du hast zurückgelaufen. Okay. Du hast doch jetzt hier ein bisschen freie Bahn zum Looten. Schauen, ob es da noch ein bisschen was gibt. So, hier so ein paar Fässer kann man ja mitnehmen. Da hinten stand auf jeden Fall noch ein Auto, den LKW noch mitnehmen. Aber ich denke, im Großen und Ganzen war es das hier auf dem Grundstück. Hallo. Hey, komm, stirb jetzt, da kommt schon der nächste. Guck mal, viele. Kommen die alle hinter der Wand raus oder was? Zieh doch auf. Das ist auch so nervig. Man nimmt den Bogen raus, geht auf Aufziehen. Wenn man das aber zu zeitig gemacht hat, dann zählt das halt nicht. Das sind viele. Könnt ihr alle mal mitkommen? Ich habe hier so einen kleinen Lifehack mit dem Container. Hallo. Folgen Sie mir alle. So, da sind wir wieder. Hey, 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 hey. Hier bleiben. Einfach hier bleiben. Mit hier anstellen irgendwo. Oh, das ist ja. Jetzt. Für dich hätte ich ganz speziell extra noch rein. Yes, die anderen bekommen auch noch was davon ab. Bevor ich hier ewig mit euch rummache. Besonders der eine große. Oh, da kommt noch einer, Alter. Ich hatte doch vorher gesagt, alle hier eintreten. Ach. Der hat den vielleicht geschrien, oder? Gerufen. Da ist noch mehr. Yes. Das war ein schöner Treffer. Alle erwischt. Ihr dürft jetzt sterben.
kommen noch mehr. Warum? Okay. Noch jemand? Könnt ihr einfach ein bisschen aufschließen hier. Hallo, ihr da hinten. Gibt's euch nicht. Kommt doch mal mit hier ran. Ist auch nicht. Da läuft nach Hause. Okay. So, aber das gab jetzt mal richtig Fettschaden. Die sind alle noch zu fit. Und es sind so viele. Warum seien hier so viele? Wo ist dein Freund? Da hörst du schreit? Ja. Hör auf mit dem Mist, ey. Im Endeffekt schreien die irgendwo relativ lautlos. Weil die einfach zu weit wegstehen, ich die gar nicht höre. Und dann kommt einer nach dem anderen noch dazu. Ich brauche stärkere Waffen oder so, ich weiß nicht. Irgendwie wird es immer zäher, die wegzumachen. Da brauchst du ja schon 2 Ingame-Stunden, um so eine Horde mal wegzumachen. Alter, was die frisst. So, probieren wir erstmal ein paar von den ewigen Leiern da wegzumachen hier. Gezielt, dass die mal aufhören mit Schreien. Einer ist weg, der anderen. Ist es der? Ja, schon, ne? Pfeile aus. Ihr müsstet doch jetzt eigentlich ganz schön kaputt sein. So wie ich. Nimm mal hier so ein Steak. Gibt's doch nicht. Die bleibt so stehen, dass das Steak komplett wieder weg ist. Ja, ist okay, ist okay. Die Ausdauer. Die Ausdauer ist so runter. Ich hätte jetzt keinen Block anfangen können, dürfen. Oh, der Große ist weg. Der hat so geschmerzt. Ich hab noch ein bisschen Ausdauer für einen Block. Hab ich noch. Geh doch drauf jetzt. Okay, ich muss den erstmal abhalten hier. Zu spät. Hat eingerufen. Ja, nur in der Gruppe stark, ne? Oh, aua. Große Fresse gehabt. Hm. Naja, sehr gut. Ich brauche meinen Bogen für mehr Heilung. Er lebt immer noch, Alter. Schau mal, ob ich ein bisschen was aufheben kann hier. Gibt's nichts. Sehen die ganzen Pfeile hin? Bewegen nur in der Gruppe stark, der ist auch so stark. Ja, ist doch nicht normal. Ja klar, die Marede ist jetzt runter, die muss ich jetzt gleich mal reparieren. Aber der hat ja mega viel eingesteckt. So, also die Pfeile sind wohl abgeschrieben, so wie es aussieht. Oh, meine Rüstung ist auch kaputt. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt Auswirkungen hat. Kaputte Rüstung. So, Marede repariert. Okay. Weiter im Text. Pfeile sind verloren. So, ich sollte vielleicht mal da hinten raus.
mir ein paar holen. Fangen wir doch da vorne an. Jetzt, wo ich den halben Eingang da mitgenommen habe. Können wir doch mal nachschauen, ob hier was ist. Eigentlich wollte ich den Eingangsbereich ja links liegen lassen. So, Pfeile. Die 4 Sticks gleich verarbeitet. Aber hier gibt's auch nichts, ne? Die Hütte da, weiß ich es nicht. Ah, die ist. Ne, die ist zu. Das ist nur, wenn das so durchsichtiges Glas ist, sind die Gebäude ja eigentlich betretbar. Oh, Geschwister. Hat den Lappen draußen hängen. Ja, die sind viel einfacher wegzumachen, die das so rumstehen, die nicht zur Tagesordnung gehören. So, jetzt hol ich ein paar Stickies für. Stehen ja auch welche, ey, Alter. Für Pfeile und generell und überhaupt. Angriffsmarine! Was war denn das? Wir schon mal. Sturm! Hat nicht geklappt. Hab ich schnell da weg war. Oh, zack. Kann dann vielleicht langsam verstehen, warum der ein oder andere Tagesworten ausschellt. Ohne die ist es ja schon. Ja, easy jetzt nicht, aber. Gut handelbar. Aber die Tagesworten und der ganze Quatsch, den, der da gerufen wird, die haben einfach zu viel Energie. Die sind zu stark. Im Gegensatz zum Rest. So, Pfeile. Wie viel hat's denn jetzt? Über 100. Boah, was geht denn bei dir? Dann passt doch dann das andere nicht mehr in die Tasche. Aber scheint es auch nichts zu geben. Inventar voll. Da steht sie. Genau in dem Moment. Stirbt es ja, kann man wegwerfen. Zieht 75 Leben ab für eine Stunde Giftwiderstand. Hab davon schon zu Hause. Bearbeitetes Leder ist auch Untersand. Das kommt jetzt noch mehr rum, wenn ich Stickies farm. Da heißt es im Inventar voll, ist auch blöd. Eine Eisenstange an die Coke. Feuerwiderstand. Okay, wir gucken mal. So. Vielleicht werfe ich die als nächstes weg. Machen wir Licht an, schon spät geworden. Sind zwar noch recht früh ins Game, aber irgendwie ist die Zeit jetzt wieder. Und der Horde drauf gegangen. So, Sturm! Einfach weggemacht. Oh, hier stehen ein paar Stickies. Die gönne ich mir jetzt. Yes. Das ist doch mal geil. So, dann müssen wir natürlich auch mal hochschauen, ob sie da was geändert haben. Vor den ganzen Updates war das hier oben einfach gar nichts. Leider kann sie nicht. Lernt sie vielleicht irgendwann mal noch. Okay, das ist immer noch gar nichts. Gut, kann ich mir das also sparen, da die Türme abzusuchen. Ich
Ich gehe einfach mal davon aus, dass wenn einer nichts ist, alle nichts sind. Wo ist hier mittendrin? Gib her! Halt nicht. Okay. Ciao, Cook. So, frei von Sticky ist ja die Wiese, so wie es aussieht. Noch ein paar Büsche hier und da. Dann nehme ich Metallfelsen noch mit. Ich hätte ich natürlich auch gerne, aber eigentlich gar keinen Platz in der Tasche. Bist du echt die Taube? Komm schon, das wäre jetzt so geil gewesen, dass es dir erst vom Himmel gefallen wäre. Das ist viel zu weit weg. Finde ich nie, dass ich das Ding jetzt treffe. Das hier. Ui, war das schon beschädigt oder was? Inventar voll. Schon wieder. Okay, ich hatte ja gesagt, dass ich vielleicht unterwegs einfach das Teil aufbaue, um das Buch einzulösen. Genau. Machen wir jetzt. Stellen wir mal da rein ins Grundstück. Komm ich den LKW noch rein? Zerstören. Inventar ist voll. Ja, holen wir gleich ab. Liegt er dann noch dort? Gut, da die eine Stelle ja fast schon mein zweites Zuhause ist hier. Über den Containern. Werde ich einfach mal den Forschungstisch hier hinpacken. Oh, hier ist sogar ein Raster. Hier brauchen wir nicht immer nachdrehen auf dem Grundstück. Ach, wie schön. Oh. Und ab jetzt hier. So. Alles letzten voll. Das Buch haben wir hier rausgeholt. Plus 12 Inventarplätze. Hammerhart. Lösen wir jetzt ein. Und next. Auch 12 Plätze brauchen ein neues Buch. Und zwar in der Feuerwache. Keine Ahnung, ob das für mich machbar wäre, die Feuerwache. Wo die ist? Weiß ich nicht. 12 Plätze frei. Und halt da, wo das Buch war. Cool. Vielleicht kann ich jetzt noch ein bisschen was einladen. Kann ich natürlich den Forschungstisch wieder abbauen, aber ich lasse ihn jetzt einfach stehen. Oh, sogar ein Kupferdraht. Halleluja. Das ist, glaube ich, der erste heute hier. Was kann ich wieder alles mitnehmen hier? Oh, noch ein Metallfelsen. Schön. Lass mal vielleicht so mit 10, 12 Kupfer nach Hause kommen. Wenn ich dann tatsächlich mal ein Stack Stickies hätte, wäre das auch schon mal was wert. Ich habe zu Hause einige Metallstückchen und so ein Kram rumliegen. Damit könnte man vielleicht zum Beispiel mal ein bisschen das Grundstück einfach mal verstärken. Damit fallen wird es nichts, was hier rumkommt an Kupfer. Hinten ist wahrscheinlich wieder eine Taube runtergegangen, aber ja. Man braucht halt diese ganzen Vögel für diese Upgrades der Waffen. Mit einer stärkeren Marede wäre es vielleicht auch alles ein bisschen chilliger. Ein stärkerer Bogen. Alles noch auf 10 hochbringen oder so. Obwohl es ja bei der Angel nicht geklappt hat, ne? Die Angel ging nur bis 3. Schaffen wir das. Beim Bogen war das nächste Level aber schon angezeigt, stimmt. Da weiß ich, es war bloß nicht bezahlbar. Wir können ab und zu die Taube hören, aber nicht sehen. Wenn ich wieder ein Zombie. Okay. Ich hab mich gesehen, schade. Ha! Timing! Geil. So muss es laufen.
So, hier Umspannwerk oder sowas. Gibt es da ein bisschen Kupfer für mich? Vielleicht ein paar Drähte rausziehen irgendwo? Nö. Schade. Das ist schon ein seltsames Grundstück hier. Da gibt es so wenig zu holen. Strommast, Laterne. Nur außerhalb von zu Gebäuden, so wie es aussieht. Stimmt, hat jetzt hinzugefügt, dass man auch Ampeln und so abbauen kann. Vorher sind ja nur diese Straßenlaternen, die da möglich gewesen. Da steht sogar eine Ampel, ja. Wir werden das gleich mal abchecken, was es da so gibt. In dem Müll gab es schon mal nur ein Stück Holz. So, der nächste Tagesrot ist auch schon wieder sehr nah, schätze ich mal. Das heißt, wir werden heute nichts mehr erreichen hier. Ich werde eine Stunde lang mit denen mich umquälen müssen. Turm habe ich nicht geschaut. Diese Silos da, aber da wird es wohl nichts geben, oder? Aber hier gibt es noch ein bisschen Metallfelsen. Nehme ich noch mit. Einer und der noch. Dann bin ich mal gespannt, wie viele bei der Tankstelle noch sind. Habe ja einige gepult mit diesem Motorrad. So, also in der Laterne war schon mal kein Kupfer oder so dabei. Ja. Snack erstmal in Ruhe. Ganz gemütlich. Geht doch auf. Nach dem Dash. Das Aufziehen im Bogen dauert zu lang. Ich will einfach nicht. Ich brauche wieder so einen Container. Wei. Das ging auf mich. Ich muss das Schild hochhalten. Oh, tut das weh, ey. Reingehauen. Oh, was für eine Anspannung. Alter Falter. Volles Risiko. Puh. Noch was Besonderes zu essen? Nö, ne? So, mal richtig aufheilen hier. Boah. Geschafft. Save the game, ich hab das überlebt. So, weiter geht's. Auch kein Kupfer. Nehme ich ja die Kreuzung noch ein bisschen mit, das Auto, der LKW. Ich dachte, Laternen würden sich lohnen. Frage. Da war jetzt nichts dabei. Nichts von Interesse. Ich mach die noch weg. Mal gucken. Zerstörerin. Wie, hat er gebrochen? Das Krankenwagen. Den müssen wir auch noch mitnehmen. Chance auf Schmerzpillen. Medis. Zwei LKW, zwei Eisenstangen, zwei Eisenplatten und ein bisschen Plastik, also auch nichts.
Trennt sich auch so langsam. Das ist so richtig so das lahme Gefühl, ey. Drei Schmerzpillen. Wie geil. Wie geil. Wo sind sie hier? Zieh mal da runter. So, bei mir spawnt nichts nach. Was ist zumindest der Plan? Hab alles ausgestellt, das Nachspawnen. Das heißt, ich kann den Krankenwagen auch getrost wegmachen. Da gibt es zumindest in der Theorie nichts zu holen. Demnächst. Der Metzger ist da draußen. Will natürlich die Tankstelle machen, aber den Metzger, ich weiß nicht so genau. Obwohl er gerade allein ist, ne? Bogen ist frisch, also es sollte eigentlich was werden, ja? Okay. Schnell Feuerbogen. Oh yes. Einfach mal kontrolliert weggemacht. Hier gibt's einen Hirsch. Weiß das, steht auf dem Schild. Bräuchte ich auch noch. So, nächste Laterne. Noch laufen die Pfeile durch von dem Metzger. Ein Kupferdraht, wuh! War tatsächlich mal ein bisschen Kupfer bei. War nur einer von den zwei Laternen. So, wann sollte man denn eigentlich nach Hause laufen? Weiß das jemand? Was muss ich noch tun? Da die Folgen ja nicht jeden Tag kommen, ich auch ja ganz normaler Arbeit nachgehe und das nur so nebenbei mache, vergeht dann auch immer ein bisschen Zeit zwischen den Aufnahmen. Dann, weiß ich selbst nicht mehr so genau, wie es jetzt so hundertprozentig in der Base aussieht. Aber die letzte Hordennacht war ja relativ gut gelaufen, ne? Also sollte eigentlich wenig zu tun sein. Ist nicht normal. Tatsächlich einer. Jetzt geht das wieder los. Stellt euch auf eine Katastrophe ein. Ich werde jetzt wieder ganz viele Pullen beim Rennen. Naja, scheiß auf das Gift jetzt. Das Gift war mir tatsächlich egal. Der Bogen ist doch noch gut, oder? Was ist mit dem passiert? Ach komm schon jetzt. Ja, was ist denn das? Haben die Äste jetzt eine Hitbox oder was? Ja, tatsächlich. Geh kaputt. Und das Ding taugt ja auch nichts. Erwischt! Erwischt! Yes! Diplomarbeit! Kupfer ohne Ende! Und noch ein Buch extra! Alter Falter, mehr davon! Okay, ist mal nicht in der Katastrophe geendet. Ui, da steht einer. Verzichte. Okay, wir haben wieder Kupfer. Also reich an Kupfer wäre vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es gibt wieder welches. Lass mal die Finger von mir. Bleib dir, wo du bist. Da ist noch ein Metallfelsen, noch ein Metallfelsen. Klar, man kann jetzt hier die ganze Umgebung abfarmen. Aber das lohnt ja nicht so wirklich. Ich gehe zur Tankstelle. Es ist 22 Uhr. Oh wei. Ah, 22 Uhr. Ich weiß es nicht so genau.
Da habe ich den tatsächlich erwischt. Das letzte Mal ist es ja so richtig mies gelaufen. Wahnsinn. Gibt's denn hier so ein bisschen Sprit in den Zapfsäulen? Nö. Schade. Zerstören. Schau ich mal ganz kurz hier rum. Das Ding ist nach wie vor zu. Tankstelle lohnt nicht. Okay. Ja, da werde ich vielleicht noch die zwei, drei Autos hier wegmachen oder was, wie auch immer. Und dann mich auf den Weg nach Hause begeben. Dann stehen wir schon wieder vor der nächsten Horde. Oh, ich habe zwar eine Zapfsäule. Aha, okay, machen wir die noch auf. Sprit. Also, Öl. Das sind halt 10 mal Benzin dann, umgerechnet. Ja auch, sehr mager. Okay. Also, vielen Dank fürs Einschalten, Liken und Abonnieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns zur nächsten Horde. Ciao, Leute.